Documentation ist alles. Kinder, merkt euch das. Hallo erstmal. Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute einfach so ein Philipswort. Was soll ich noch sagen? Ich habe jetzt endlich eine Waffe gefunden, die zu meinem Lappen. Du bist ausnahmsweise mal mit Waffe zum Schießen gekommen. Ja, ich habe auch das Magazin dabei. Kammerstängel. Habe ich ja auch ab und zu, hätte ich fast vergessen. Aber ist mir gerade runtergefallen. Aber du hast das Gewehr passend in der Farbe zum Lappradar gekauft. Ja, richtig, genau. Weil es dann besser läuft. Ja, naja, es muss abgestimmt sein, ne? Weil Farbe und Ballistik ist ja neueste Erkenntnisse. Das ist schon wichtig, ja. Das heißt, mit einer Waffe aufs FPE müsst ihr das Lappradar beschichten lassen. Hast du damit schon geschossen? Ja. Guck. Am 25.06. Und? Guck. Bisschen weit unten. Nach deiner 50 Meter Stage, ne? 25. Hast du das Gewehr gewechselt? Mhm. Warum? Naja, jetzt habe ich eine Serie durch und jetzt? Der nächste. Jetzt siehst du den Wind. Jetzt passt aber die Farbe nicht mehr. Es weht ja draußen auch. Wie Wahnsinn, ne? Ne, ich muss gucken, was ich da jetzt klicken muss. Weiß ich doch nicht mehr. Du hast dieses Jahr noch ein straffes Long-Range-Programm vor dir? Hab ich nicht. Erik, geht nicht. Haben eine Woche verschoben und jetzt kann ich nicht mehr. Warum? Erzähl. Was macht ihr am Elric-Datum? Meisterkappe. Meisterkappe. Ja. Vogelflug oder so heißt das irgendwie, ne? Genau. Wo ist das? Den Link, den du jetzt unten einfügst. Mache ich das? Ja. Okay. Da könnt ihr euch noch anmelden, ja. Da erwarten einen dann zwei sympathische Herren mit Bart. Mhm. Und was noch? Viele, viele Schmeißerwaffen und Brennerwaffen. Und ein G3 vom Reservistenverband. Auf Distanzen? Ja. Ja. Also, Kimmekorn mit dem G3 auf 100 und die Schmeißergeschichten auf bis 25. Und wo ist das? In Wolfratshausen. Starnberger See, München. Ich bin gut vorbereitet, ne? Ich bin sehr... Da nicht jeder weiß, wann die Elrek ist, wann ist denn das Datum von Vogelwuid? Spreche ich das überhaupt richtig aus, Vogelwuid? Vogelwuid, ja. 10. und 11. September, glaube ich. Ihr müsst mal gucken. Heißt, wenn die Elrek ausfällt, kommen wir da alle hin? Ich hoffe, ja. Dass die Elrek ausfällt oder dass wir da hinkommen? Beides. Bist du sicher? Aber dann ziehe ich dich ja wieder ab. Das glaube ich nicht. Warum nicht? Naja, du bist ja eher so der Long Ranger und eher so der 25 Meter Typ. Also meinst also 10 Meter Schrotflinte gewinnst du? Ja. Ja. Weil viel hilft viel. Genau. Gibt's denn dann auch eine Schrotflinte? Nein. Aber was ist denn da alles? Erzähl mal, da ist doch noch mehr wie nur Schießen. Sven, ich hab's versucht. Du hast gesagt, ich soll deinen Kollegen nochmal fragen. Das habe ich getan. Er rührt massiv die Werbetrommel. Also halt mal fest, Wolfratshausen. Ja, genau. Schmeißercup. Datum? 10. 11. September. Zwei Tage. Oder 11. 12. Ich weiß es nicht mehr. Und abends darf man Fotos mit dir machen. Abends darf man mit mir Fotos machen. Vielleicht habe ich auch kein T-Shirt mehr an dann. Falls jemand das will. Gegen Gebühr dann, oder? Mit T-Shirt kostenlos und ohne T-Shirt ja. Gegen Gebühr. Umsonst. Gibt es die Option auch nicht? Weiß er davon? Wäre vielleicht aber ein krasser... Das muss er dann einfach machen. Wäre aber vielleicht ein krasser Benefit. Meinst du? Ja. Ich weiß nicht, ob da einer mitmacht. Beim Charity-Shooting bist du auch dabei. Selbstverständlich, ja. Hilfst du da auch oder sitzt ja, du... Ja, wenn ich mir soll, darf... Muss. Zum Start hast du dich angemeldet. Du darfst ja, du bist ja in dem Fall nicht an der Organisation beteiligt, deswegen darfst du auch mitschießen, aber du hilfst, wenn es sein muss. Ich helfe dir, wenn es sein muss. Also kann man auch schon beim Charity, ach nee, das Charity Shooting ist ja nach dem Vogelwuid. Das ist danach, ja. Darf man da auch Fotos mit dir machen? Ja, auch. Aber da habe ich ein T-Shirt an. Was machen die Autogrammkarten? Die gibt es am Charity Shooting.
Von mir? Muss man welche gucken lassen. Jetzt hast du es gesagt. Ja, du, wenn du sie druckst, unterschreibe ich sie. Jetzt fangen sie hier wieder an zu schießen. Das ist eine Frechheit, oder? Irgendwas ist immer. Hast du eine abgeschossen heute? Eine? Das ist wichtig. Und Kontrollschuss. Ja. Und dann langt's wieder. Oder? Reicht, oder? Denke. Weil Waffe und Labrador passt ja farblich nicht zusammen. Jetzt nicht mehr. Kannst du einen Labrador besorgen in der FDU? Ich denke, der Harald kann es wahrscheinlich beschichten. Aber dann brauche ich nicht. Oder so eine Handyhülle. Ich bin auch der Meinung, dass dein Equipment nicht stimmt ist wegen der Farbe. Du solltest das ändern. Ich brauche auch einen Meterstab noch im FDE. Also ich würde einen Dachdecker fragen, ob er mich da besorgen kann. Oder eine gelbe Knarre. Das wäre eigentlich auch mal schön. Ja, dann kriegst du auch ein Posthorn und dann... Dann liefert. Dann läuft. Weil die Post liefert ja. Und dann lieferst du vielleicht endlich. Nach vorne, ja. Das Feinste vom Feinsten mal wieder. Ja. Und mit dem Schießen läuft auch super, ne? Ja. Hast du gesehen, was die gemacht? Ja, ich meine, Streukreis 30 cm auf 300 kann man mal machen. Was möchtest du machen? Wir machen jetzt einen Wettkampf. Okay. Weil du warst nicht in Jabor und ich war auch nicht in Jabor. Ich war im... Doch, wir waren. Achso, ja. Aber da habe ich auch nicht geschossen, weil ich hatte ja keine Waffe dabei. Also du forderst mich gerade heraus. Ja. Jetzt, wo du siehst, dass bei mir heute nicht so läuft. Was machen wir? 25 Schuss, so wie Jabor-Regeln. Wie sind die? Weiß ich nicht mehr. Okay, ja, Mama. Egal, Scheiben um. Du. Sieht es wirklich so aus, als hätte ich eine Glatze? Du hast eine Glatze? Nein, ich habe Haare. Aber wenige. Guck mal, kannst du, hier ist alles weg schon. Ja, aber es sind Haare. Ja, aber ein Wald besteht auch nicht aus Sträuchern. Weißt du, ich finde das jetzt gar nicht tragisch, solltest du ausnahmsweise gewinnen. Weil so. Deine Waffe ist kalt, meine ist noch heiß. Oh, da schießt mit 6,5 Fleetmore. In einer Minute geht's los, mach hin. Nee. Lauf ist wirklich. Ja, dann schieße ich zuerst, oder nicht? Nee, schießen gleichzeitig. Ach so, ja, wer stoppt die Zeit? Ich. Ich hab's dir schon aufgeschrieben. Ach so, wir haben hier jemanden. Wir haben noch den Rangemaster dabei. Jörg, du machst Ansagen, sie stoppt. Ich weiß die Richtung, aber nicht mehr so genau. Aber er hat sich ja jetzt auch wieder, er schießt ja nicht mit der 308, er schießt ja mit der 6,5 Creedmoor. Ach so. Ja, also wieder Vorteil. Er will er wieder anders. Ja, wieder bescheißen. Eigentlich müsste er 308 schießen wie du. Soll ich zur Chance richtig. Gleich halt mit deiner Waffe schießen? Willst du mal sehen, was die kann? Hattest du so eine Waffe nicht mal? Ja. Und bist damit nicht klargekommen? Richtig. Willst du das wirklich? Darum habe ich sie jetzt nicht mehr. Komm, du bist gleich disqualifiziert, wenn du nicht schnell genug. Geht mal, ich musste Scheiben aufhängen. Ich glaube, du warst besser. Ja, du hast ja aber nur auch. Ne? So was hast du auch noch nicht zusammengeschossen, ne? Ich glaube, da brauchen wir gar nicht großartig auswerten. Jan hat 9 plus 9 plus 9. Also der Jan hat 44, 43, 44, 37, 32 pro Runde, macht gesamt 200. Und der Marzelmann. 44, 47, 46, 48, 46, macht gesamt 231. Ich habe gewonnen. Ja, mit einem anderen Kaliber, mit einer doppelt so teuren Waffe und weil ich zwei daneben gesammelt habe, also im Großen und Ganzen, selber schuld. Herzlichen Glückwunsch. Ja, war ja nur Training. Und wir wissen ja, dass ich im Training immer besser bin als der Jan. Stimmt. Stimmt sogar echt. Ja. Manchmal. Und vor allem, jetzt stell dir mal vor, ich hätte mit deiner Creedmoor geschossen. Wir wären da maximal oder minimal 243 gestanden. Ja. Dir ist eine Schraube beim Gewehr. Ja. Und ich weiß nicht woher. Also noch schlimmer als, wenn du kennst es, wenn man Autos zusammenschraubt, auseinanderlegt,
und es bleibt eine Schraube übrig. Das ist schon scheiße. Das ist normal. Aber noch viel schlimmer ist, wenn du hier 3 Stunden schießt und auf einmal liegt eine Schraube auf dem Tisch. Aber es ist ein hochqualitatives Produkt, ne? Absolut, ja. Also du bist mit deiner neuen Victrix zufrieden. Kannst du auch. Weil es ist jetzt nicht so, dass du auf einmal besser schießt. Nee. Das sind die Waffen. Currywurst? Ja, Currywurst. Und ich berichte euch, wo die Schraube herkommt. Jörg, Susi, danke für die Zeitnahme.